Hallo lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Liebessituation anschauen mit deinem Gegenüberliegenden. Ja, das ist ja so, du hast beide Energien in dir, weiblich und männlich. Das spielt gar keine Rolle, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist. Du kannst mit einer von dieser Energien resonieren. Manchmal kann man auch mit beide resonieren. Ja, was aber mir wichtig ist, lieber Löwe, und ich immer wieder erwähne, ja, das sollte dir im Hinterkopf bleiben. Nicht alles, was ich jetzt hier sage, kann mit dir resonieren. Erstens, weil es eine kollektive Legung ist, ja, und zweitens, weil die Energie immer etwas anderes darstellt, ja. Was du machen kannst, ist, töte deinen Aszendent, Mond und Venus-Sternzeichen an, weil die spielen auch eine große Rolle, ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lass uns starten, lieber Löwe. Ich starte mit dieser wunderbaren Love-Orakelkarte. Um was geht es hier? In welcher Situation befindet ihr euch? Ja, um was geht es hier für den Monat August 2023 für dich, lieber Löwe, und deinem Kontrapart, also quasi dein Partner? Kinder. Hier spielen Kinder eine große Rolle. Also entweder hast du jemanden kennengelernt oder du triffst dich mit jemandem, der schon Kinder hat. Das könnte aber auch gut sein, du bist schon bereit. Du bist hier bereit, Mama zu werden. Ja, du wünschst dir Kinder. Kinder sind wirklich auch wichtig für viele Frauen. Ja, das ist ein Wunsch, aber auch Männer. In einem gewissen Alter fangen sie dann auch an, sich Kinder zu wünschen. Das kann gut sein, hier ist es eine Priorität. Aber wie ich schon erwähnt habe, die meisten, ja, die sich vielleicht auch dieses Video anschauen, haben schon Kinder. Du kannst aber auch sagen, das geht hier um meinen Ehepartner. Ja, ich höre mir einfach diese Legung an, um zu wissen, um was es geht. Ja, zwischen uns, wie läuft das gerade? Was sagen hier die Energien? Ja, also auf jeden Fall sind hier diese Kinder eine große Priorität. Ja, okay, gut, machen wir weiter. Das könnte aber auch eventuell sein, es geht hier um das innere Kind. Ja, manchmal repräsentieren auch die Kinder das innere Kind in uns, ja, der erweckt wird, lieber Löwe. Okay, für dich, energetisch, für die weibliche Energie. Ich fange da an. Die weibliche Energie, mal schauen, da bin ich jetzt mal gespannt, in welcher Energie du dich befindest. Wahre Liebe. Wow, lieber Löwe. Das ist eine schöne Karte. Du bist ja bei der Gnade. Das ist etwas Schönes. Das ist wirklich, die ist gefallen von selbst. Ja, hier müsste die Liebe reden. Hier müsste die, sag ich mal, die Seele auch reden, kommunizieren. Wahre Liebe. Du bist richtig in deiner Gabe. Du hast Fähigkeiten. Ja, du hast Fähigkeiten entdeckt. Du hast ein Talent entdeckt in dir, weil durch diese rosane Farbe, das ist ja auch unser Herzchakra, die rosane Farbe wird auch interpretiert als Anahat. Ja. Und hier steckt die Liebe, die wahre Liebe, diese unendliche Liebe. Ich schaue mein Gegenüberliegender wirklich mit Augen an, ja, indem ich jetzt nicht etwas verlange, sondern ich tue, ohne im Gegensatz etwas zu verlangen. Versteht ihr das? Also das ist eine schöne Liebe. Das ist diese Liebe, mit der wirklich man eine Zukunft aufbauen kann. Und nicht diese Liebe, indem man sagt, ich bekomme. Ja, aber ich gebe nichts her oder ich verlange. Ich mache etwas im Hintergedanke, damit ich etwas bekomme. Und das ist falsch. Ja, das ist keine wahre Liebe. Aber da haben wir die wahre Liebe. Kompliment, lieber Löwe. Mach weiter so. Ja, ich weiß ja nicht, ob du, guck mal, was ich drunter gelesen habe. Das hat mich jetzt ein bisschen auch stutzig gemacht. Heilung, Führung. Also, das ist wie wenn du dich jetzt auch führen lässt und du könntest hier auch eine Führung sein für andere Menschen. Ja, das ist etwas Schönes und Positives. Das sage ich immer wieder. Der Löwe kann wirklich auch sehr viel erreichen. Diese Qualitäten hat man ja an sich. Jeder Sternzeichen hat seine Qualitäten. Und bei dir, lieber Löwe, wenn du wirklich in diese, sag ich mal, in diese niedrige Energie arbeitest, ja, dieses Ego runterlässt oder sozusagen loslässt, dich befreist, kannst du wirklich Lotta Walta. Also bei uns sagt man, das ist diese höhere Seite, ja, dieses Positive vom Löwe, ja, also dieses Spirituelle, das ist die Flamme, die in dir brennt und da kannst du auch sehr viel erreichen. Aber du bist gerade schon in dieser Situation, ja, Kompliment, Hut ab für dich, ja. Derjenige oder diejenige, die sich da befindet. So, kommen wir jetzt weiter mit den Yin und Yang Orakelkarten. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da fallen die Karten. Lieber Löwe, hier müsste jemand reden. Wow. Remember, du bist hier aufgewacht. Aber das passiert mir öfters. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Das ist der Wahnsinn. Ich kriege gerade Gänsehaut.
Zurzeit träume ich ganz viele Träume, wie wenn ich mein früheren Leben sehen würde, meine Träume. Zurzeit ist es wahnsinnig stark, wahnsinnig. Also ich träume wirklich Filme, Filme. Ich erzähle es meinem Mann und der ist baff. Der sagt, wow, was machst du die ganze Nacht? Ich träume, ja. Hier ist das Erwachen, aber hier ist auch das Remember. Dieses, ich erinnere mich, wer ich bin. Ich erinnere mich, von welche Inkarnationen ich komme. Das ist etwas Schönes. Ja, also lieber Löwe, Kompliment. Ich weiß jetzt nicht, ob du bewusst an dir arbeitest, aber die meisten, mit denen ich auch rede, die sind alle spirituell eingestellt. Ja, falls du das jetzt nicht bist, falls du jetzt sagst, Katja, ich mache gar nichts, ja, das kommt von alleine. Manchmal kommt dieses Klick, da kommt es, ja. Also ich beschreibe jetzt hier dich oder ich beschreibe auch diese Person. Wow, oh wow, die maskuline Seite. Du hast eine sehr, sehr geprägte maskuline Seite. Ich könnte mir hier auch vorstellen, du hast einen richtigen Mann neben dir. Du hast einen Mann, der dir hier Sicherheit gibt, ja. Das könnte aber auch gut sein. Das ist ja perfekt. Bei der weiblichen Energie ist das Maskuline rausgekommen. Also du bist gerade bei dieser Integration zwischen Yin und Yang. Du hast beide Energien in dir schon aktiviert. Kein Wunder, dass wir diese Heilungskraft haben und hier diese wahre Liebe, weil du wirklich ganz, ganz weit bist. Ja, du kommst hier in einer Situation, in dem du gerade Blockaden auch lösen tust. Ja, irgendwo bist du da wirklich, ich sag mal, gut dran. Ja. Okay, ich nehme keine mehr. Wow. Hier geht es ab. Hier geht es ab. Das ist schon das dritte Mal, dass diese Zwillingsflamme rauskommt, ja. Also, lieber Löwe, das wundert mich jetzt nicht bei dir, ja, dass du deine Zwillingsflamme kennenlernen tust, weil guck mal, was du hier für Karten hast. Also, du hast wahrscheinlich deine Zwillingsflamme angezogen. Du bist vielleicht mit dieser Person zusammen oder du kommst mit dieser Person noch zusammen, ja. Ganz kurz, ich spicke mal drunter. Ah, deswegen habe ich diese Idee. Also ich habe hier das Gefühl gehabt, komm, nimm noch mal Karten. Also du bist hier sehr geerntet, du bist hier angewurzelt, ja. Und das könnte gut sein, dass du irgendwie auch vielleicht einen Aszendent, Mond, Venus-Sternzeichen in diese Erdelemente haben könntest. Zum Beispiel hast du hier Stier, Jungfrau, Steinbock oder dein Partner könnte in diese Sternzeichen sein. Ja, mein Partner ist auch Erdelement, richtig? Also hier kann ich mir dann ein Stückchen abnehmen. Ja, okay, lieber Löwe, jetzt nehme ich das aber weg. Ich weiß, die Karte ist sehr schön, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil ich brauche sie später für die männliche Energie. Aber wie gesagt, du könntest hier deine Zwillingsflamme anziehen oder du bist schon mit deiner Zwillingsflamme zusammen und hier stimmt alles. Ja, du siehst, wie die Karten resonieren, weil das ist ja auch richtig so. Bei dieser wahren Liebe, dass du dieses Erkenntnis hast, dass du sagst, ja, ich weiß, was ich will, ich weiß, mit wem ich zusammen sein möchte, ja, ich habe zwar vieles durchgemacht, ja, lieber Löwe, das ist klar, du hast vieles durchgemacht, aber trotzdem ist es ja auch so, dass jeder von uns diese Möglichkeit hat. Ich sage immer wieder, jeder von uns kann fallen, steht wieder auf, hat aber auch die Möglichkeit, sich nochmal zu verlieben, ja, dass die Liebe in deinem Leben auch kommen wird. Jetzt schauen wir mal die Message. Siamo troppo diversi. Hier hapert es irgendwo. Vielleicht ist es auch so, du hast etwas verstanden von dieser Person. Vielleicht ist es auch so, lieber Löwe, du hast irgendwie mit jemandem ein Verhältnis gehabt, vielleicht auch mit deinem Partner selber, mit dem du hier die Kinder gehabt hast, und du sagst, wir sind zu verschieden. Also hier sind zwei Menschen, die sehr unterschiedlich sind und auch einander immer kühler werden. Also, lieber Löwe, ich weiß jetzt nicht, ja, ob du jetzt mit dieser Person schon auseinandergegangen bist. Und wir reden hier tatsächlich von deiner Vergangenheit, weil hier ist keine Liebe. Weißt du, diese wahre Liebe hast du auch zu dir selbst gefunden. Und dadurch kannst du diese richtige Person anziehen. Aber momentan sehe ich hier, dass die Dinge nicht so gut laufen. Ob bisogno di te. Aber das ist wie wenn hier eine Energie sagt, ich brauche dich. Ich brauche dich. Du bist wichtig für mich. Ja, entweder reden wir hier tatsächlich über einen Ex. Ich weiß, lieber Löwe, also viele wollen das nicht hören. Das ist aber ein bisschen so eine komische Energie, wie wenn du sagst, okay, ich möchte nicht, aber auf der anderen Seite ist jemand, der dich braucht oder sich nach dir sehnt. Das kannst du aber auch selber sein, dass du dich hier nach dieser Person sehnst. Ich nehme nochmal. Ich gucke hier. Voglio aggiustare le cose. Also
Hier ist ein Ex. Hier ist jemand, der aus der Vergangenheit zurückkehrt. Er möchte hier die Dinge reparieren, ja? Also ich weiß ja nicht, wer das ist, lieber Löwe. Vielleicht habt ihr gestritten. Es gibt mal Höhen in Tiefen, ja? Vielleicht habt ihr ja auch abgemacht, dass ihr Freunde bleibt, ja? Wegen den Kindern. Ihr habt ein gutes Verhältnis, aber deine Kontrapart möchte hier noch eine Chance haben, ja? Eine andere Angelegenheit von dir. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt schauen wir mal weiter, ne? Weil wie gesagt, ich habe hier das Gefühl, dass hier vielleicht es auch so ist, lieber Löwe, du bist befreundet geblieben, also du hast ein gutes Verhältnis vielleicht mit deinem Ex-Mann, ihr habt Kinder zusammen und dank den Kindern, ja, da versucht man ja diese Verbindung zu haben, das ist ja logisch, wir machen das ja für die Kinder, aber ich denke, die andere Part, die Kontrapart, ja, oder du auch selbst, du hast ja das Bedürfnis, ja, du sagst, nee, eigentlich möchte ich schon gerne mit diesem Mann zusammenbleiben, ja, also ich möchte schon mit meinem Mann, aber irgendwie ist es so, dass er kühler geworden ist, ja, aber wie gesagt, du bist ja hier schon aufgewacht, du bist nicht mehr in diese Maya-Illusion, du bist hier weitergekommen, ja, deswegen denke ich mir, entweder du bist schon hier weitergekommen mit einer anderen Person und dein Ex spielt hier auch noch eine große Rolle. Spielt noch in deinem Leben. Verstehst du das? Diese Energie ist sehr präsent. Okay? Was ich hier aber auch noch sehen kann, ist, das ist ja klar, das könnte auch gut sein, wir reden hier von der Kontrapart selber. Du hast einen Mann kennengelernt, ja, der Kinder hat oder eine Frau, ja, die schon gebunden ist. Und bei dieser Person funktioniert die Ehe nicht mehr. Das ist jetzt nichts, dass du jetzt sagst, ich mache das kaputt, sondern das ging schon längere Zeit nicht mehr bei denen, ja? Da ist Schluss, Ende Gelände. La risposta no. Also du hast hier eine Antwort bekommen. Die ist nein. Ich weiß jetzt nicht, ob das dir weiterhilft. Das kann aber auch gut sein, dass du hier die Antwort gibst. Ich möchte das nicht. Ich selber als Löwemensch möchte diese Situation nicht, ja? Ich möchte nicht weitermachen. Die Benzo in continuazione. Ja, siehst du. Siehst du hier, lieber Löwe, ich habe das Gefühl, du hast schon längst abgeschlossen. Du bist hier aufgewacht, du bist weitergegangen. Du bist wahrscheinlich auch vielleicht mit jemand anderem zusammen, aber deine Kontrapart nicht. Deine Kontrapart hat dich nicht vergessen. Du bist die ganze Zeit in seine Gedanken oder du kannst ja auch sagen, ich als Löwe, weißt du, ich vergesse diesen Mann nicht oder diese Frau. Sie ist die ganze Zeit in meine Gedanken. Sie wird immer eine große Rolle spielen oder er wird immer eine große Rolle spielen, ja? Mantengo la promessa fatta nelle vite passate. Also, oh, hier muss man vorsichtig sein. Und jetzt wundert das mich nicht. Guck mal. Jetzt verstehe ich auch, wieso. Du hast hier die Zwillingsflamme, ne? Die hatten wir hier. Zum Glück lasse ich das immer so, weil das ist wichtig. Und hier steht, mantengo le promesse, also ich halte das Versprechen. Und diesem Versprechen hast du in einem früheren Leben diesem Mann gegeben. Also entweder ist hier eine spezielle Verbindung mit deinem Zwillingsflamme, weil ihr habt euch was versprochen, dass ihr einander da seid, dass ihr euch wiederfindet. Und wenn man das tut, wird das auch so passieren. Ja? Also Zwillingsflamme bringt keiner auseinander. Lieber Löwe, wenn du deine Zwillingsflamme angezogen hast, wird dich keiner von dieser Person auseinanderbringen. Kein einziger, ja, ihr werdet aneinander zusammenbleiben. Ja, also ich sage so, bei den Zwillingsflammen normalerweise bleibt man, ja, zusammen. Bis eine Ewigkeit. Bis eine Ewigkeit. Da gibt es Ausnahmen, weil die Zwillingsflamme, das ist ja so, rein theoretisch ist es eine Seele gewesen, in einer Inkarnation, ja, und dann, wenn man hierher kommt, ja, in diesen anderen Leben, wurde das geteilt. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen so fantastisch an. Ja, ich weiß, so fantasiemäßig, aber so funktioniert das, ja. Ihr könnt sowas auch lesen. Also es gibt verschiedene Bücher, die sowas erklären. Was ich immer ganz toll finde, ist, in den Büchern von Rudolf Steiner wird das sehr gut erklärt, ja. Aber auch Carl Gustav Jung erklärt vieles, ja. Indem wir etwas träumen, indem wir etwas sehen, ja. Intuitionsmäßig, weil du weißt ganz genau, dass du mit dieser Person verbunden bist. Verstehst du das? Das ist wie wenn du sagst, wenn du die Zwillingsflamme siehst, ja, oder den Seelengefährter, weißt du ganz genau, ich gehöre zu dieser Person. Ich habe mit dieser Person etwas. Und das ist nicht nur dieses Gefühl, sondern da steckt etwas mehr dahinter, ja. Weil das ist die Wahrheit. Nur wir können das nicht in dieser 3D, ja,
beweisen. Wir können nicht viel beweisen. Das ist diese Rationalität. Wir müssen immer Dinge beweisen. Wir müssen gar nichts, ja? Das Leben ist so. Manchmal sollten wir das einfach so akzeptieren, wie das ist, ja? Okay. Lieber Löwe, für dich mit den Tarotkarten. Du nimmst mir hier auf. Ja, ich muss richtig nach hinten schauen. Man weiß ja nie. Für dich, lieber Löwe. Im Kollektiven, ja? Ich weiß, viele wollen das nicht hören. Viele. König der Kelche, siehst du? Da haben wir einen Mann. Dann haben wir einen Mann. Und was ist mit diesem König der Kelche? Zweiter Kelche. König der Kelche, zweiter Kelche sind Gefühle. Hier ist diese Wertschätzung. Man kann sich hier geben, also hier wird genommen und gegeben gleichzeitig, ja. Aber das ist dieser König der Kelche, der hier auch ein bisschen so feminin ist, ja. Der König der Kelche ist eigentlich ein Mann, der ganz genau weiß, ja, emotionsmäßig, er ist schon stabil, ja, er versucht emotionalmäßig stabil zu sein, ja, aber ich denke, du hast hier jemand Neues kennengelernt, ja, und König der Schwerter. Du bist hier zwischen zwei Männern, ja, du bist hier zwischen zwei Männern, ganz, ganz genau, also ich weiß nicht, lieber Löwe, ich habe das Gefühl, entweder ist hier einer die Vergangenheit und der andere ist die präsent. Also mit dem Mann, mit dem du quasi hier etwas anfangen könntest. Aber das sind beide so feminin. Ich habe sie extra drin gelassen, ja? Also entweder du bist hier der Mann, ja, und hast mit diesen Personen zu tun, auch wenn es König sind. Die sind hier weiblich dargestellt, ja? Es gibt doch die männliche Version. Also das ist wie wenn diese Männer hier auch eine sehr starke weibliche Präsenz haben, ja? Also die spiegeln hier beides. Das ist auch toll. Und ich habe ja auch das Gefühl mit dieser König, ja, der Schwerte, der hier so eine Nadel hebt, wie wenn diese Nadel dazu da ist, um etwas zu reparieren. Ja, das ist eine Person, die sehr rational ist. Ja, das ist anders wie der König der Kelche. Der ist nicht drauf wie der König der Kelche. Ja, emotionalmäßig gibt er weniger. Emotionalmäßig ist er ein bisschen zurückgehalten. Ja, das könnte hier irgendwo sein, dass du dich befindest zwischen diese zwei Männer, ja, und du kannst dich aber nicht richtig entscheiden, ja. Du weißt noch nicht richtig, wo dein Herz hingehört, ja. Aber ich denke, einer hat bestimmt dein Herz erobert, okay? Auf jeden Fall. Drei der Schwerter und einer hat dich sogar verletzt oder du hast einen verletzt. Also ich habe das Gefühl, liebe Löwe, als Frau oder Mann, du könntest hier auch jemand verletzt haben. Du hast hier eine Antwort gegeben und diese Antwort war für diese Kontrapart nicht angenehm. Nein. Oder du als Frau, du sagst, ich konnte nicht mit meinem Traummann zusammen sein, ja? Ich weiß ganz genau, dass wir einander lieben. Ich weiß, dass er mich liebt, aber wir haben uns distanziert. Aber dann ist es nicht deine Zwillingsflamme. Weil mit deiner Zwillingsflamme wirst du zusammenbleiben. Ja? Da muss man schon den Unterschied kennen. Mit Zwillingsflamme bleibt man zusammen, mit Seelengefährter nicht. Das ist ein Seelengefährter. Du kannst viele Seelengefährte haben, nicht nur eine, sondern mehrere. Ja? Also einer wurde hier das Herz gebrochen. Und ich habe das Gefühl, dass du, lieber Löwe, hier einem das Herz gebrochen hast. Das war nicht absichtlich. Du hast ja eine Grenze gesetzt, wenn du dich. Wie sagt man das, wenn du keine Gefühle hast für den anderen, dann geht das ja auch gar nicht. Das ist jetzt nichts Ungesundes. Du warst hier ehrlich, weil ich denke, du hast hier eine andere Person kennengelernt. Du fühlst dich angezogen Richtung eine andere Person, ja? Und man kann jetzt nicht hier sich beschuldigen, wenn man nicht die gleichen Gefühle hat wie die Kontrapart, ja? Also du setzt das natürlicherweise um. Auf jeden Fall geht einer hier mit einem zerbrochenen Herzen. Ja, jemand ist hier sehr enttäuscht. Das ist noch alles rational. Das ist hier noch alles auf diesem Verstandebene. Ja, das ist jetzt nicht hier mit Gefühle. Ja, sondern boah, das tat weh. Das tat wirklich weh. Diese Situation ist enttäuschend für mich. Das tut weh. Das tut wahnsinnig weh. Aber das ist noch machbar. Weißt du, lieber Löwe, wenn du dich quasi zwingst, mit einer Person zusammen zu sein. Das ist ja keine wahre Liebe. Und hier hast du die wahre Liebe. Also ich denke, du hast eine Person gefunden, mit der du wirklich etwas anfangen kannst, ja? Oder wer weiß, vielleicht ist es auch so, dass es immer noch dieselbe Person ist, dieser König der Kelche, ja? Er schwankt hier zwischen diese zwei Energien. Okay? Das könnte auch gut sein.
Gut, wir machen weiter. Da bin ich jetzt gespannt für die männliche Energie. Was gibt uns die männliche Energie? Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Wo liegt die männliche Energie? Mal schauen. Licht? Wow, Liebe! Ihr habt euch angezogen. Ihr habt euch angezogen. Er ist auch in einer Lichtkarte. Das ist ja auch sehr positiv, weil er ist gerade wirklich in diese unendliche Liebe, kann man sagen, ja. Er hat hier sehr viel verstanden. Er hat hier wahrscheinlich schon all seine dunkle Seiten, auch seine Schattenseite integriert. Er weiß ganz genau, was er will. Also Kompliment auch an die männliche Energie. Du könntest aber auch sagen, hey, das ist meine Energie als Frau. Ich fühle mich eher jetzt hier. Das spielt jetzt hier gar keine Rolle, lieber Löwe. Ja, das geht jetzt nicht darum, was hast du geschafft? Bin ich jetzt hier im Licht? Bin ich hier im Dunkeln? Nein, das geht darum, an was du diese Blockaden hattest. Dass du raus bist aus diesen Blockaden. Ja, wir spielen hier nicht dieses ich bin raus, ich bin noch drin. Es ist wichtig, dass du hier verstehst, ja. Die männliche Energie hat genauso etwas verstanden wie die weibliche Energie. Also wir können hier sagen, ihr seid in den gleichen Stand. Kein Wunder, dass jetzt momentan, ja, also immer wieder, das ist schon die, warte, fünfte Legung, ja, indem ich sehe, dass die Menschen irgendwie sich zusammen wiederfinden. Menschen, die zusammengehören. Menschen, die nicht zusammengehören, keine gleiche Vibration haben, gehen auseinander. Weil wenn er noch im Opfermodus ist und die andere Seite versteht das nicht, arbeitet sich nicht hoch, wird man auseinandergehen, ja? Also man sollte gleich vibrieren. Wenn jetzt dein Partner eine Wunde hat und du hast sie geheilt und dein Partner immer noch nicht, das kann gut sein, dass man auseinandergeht, weil er noch nicht bereit ist. Er braucht viel, viel mehr Zeit. Es gibt auch Partnerschaften, in dem es, wie sagt man das, wie wenn man ein bisschen Zeitunterschied hat, aber trotzdem immer noch in der gleichen Höhe, ja, ein bisschen, ich bin ein bisschen weiter wie du, dann bin ich da und etc. Weißt du, was ich meine? Das ist wie wenn immer der Gleichstand da ist, ja, und dieses Pärchen bleibt auch zusammen, ja, weil konstant hier gearbeitet wird. Das ist auch immer sehr wichtig, ja. Also, lieber Löwe, genauso die männliche Energie hat das gepackt. Die männliche Energie befindet sich hier in einer sehr schönen, ja, positiven Energie, hat ja auch sehr viel verstanden. Wenn du jetzt sagst, er ist gar nicht spirituell eingestellt, da muss man auch gar nicht sein, ja. Manchmal ist es auch so, das kommt von alleine, dieses Erwachen, oder tut irgendetwas, ja. Weißt du, wie viele Klienten oder Kunden ich auch, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich bin von heute auf morgen erwacht. Und das war wirklich brutal. Ja, weil manchmal macht man das vielleicht mit irgendetwas, ja. Also ich kenne auch viele Menschen, die auch zu Schamanen gehen und sich irgendetwas geben lassen. Das ist auch gefährlich. Es kommt immer auf den Schamanen drauf an, ob er wirklich diese Verantwortung hat, weil ein guter Schamane gibt dir nicht gleich etwas, ja, indem du von heute auf morgen, ja, aufwachst, sondern die tun dich, die preparen noch. Die tun dich vorbereiten. Das gibt es im Ritual. Das ist wie eine Einweihung. Alles wird eingeweiht. Ja? Wir Menschen werden auch eingeweiht. Das sagt der Rudolf Steiner auch. Das ist wichtig, eingeweiht zu sein. Erstmal reinzukommen. Das ist wie wenn du Reiki machst. Ja? Da wirst du auch eingeweiht. Du wirst erstmal, wie sagt man das, informiert, was alles auf dich zukommt und etc. Ja? Also ich denke, das hat auch mit dem Mensch selber, mit der Inkarnation, ja, mit der Seele. Was will die Seele, ja? Und bei der männlichen Energie können wir wirklich sagen, top. Da ist schon wirklich sehr viel erreicht. Okay, gut, jetzt beschreibe ich die männliche Energie. Jetzt beschreiben wir hier diese Person. Warte mal, das ist mir irgendwie zu weit unten, ja? Sonst habe ich keinen Platz mehr, lieber Löwe. Bei mir ist es immer so ein Platzmangel. Okay, du nimmst mich hier auf, ja. Immer gucken, immer schauen, ja, das ist wichtig. Für dich, lieber Löwe. Im Kollektiven, ja? Wow, der hat sich hier getrennt. Der hat sich hier getrennt von einer toxischen Beziehung. Puh, ich kriege ja richtig Gänsehaut. Guck das dir mal an. Das ist hier eine richtige, weißt du, eine Bindung, die quasi die Seele sich ausgesucht hat. Ohne das hätte er nicht das geschafft. Ja, oder du selbst als Frau, du könntest dich auch hier befinden. Er ist gerade in seiner Stabilität, Harmonie. Er findet gerade seine Harmonie. Also das ist toll. Hut ab, genauso für die männliche Energie. Wow, fühlt sich frei.
Angelegenheiten und du hast ja auch mit Wassermann zu tun. Wassermann ist immer Freiheit. Wassermann ist ganz anders, ja. Also das ist eine sehr schöne Energie. Das ist immer die Kontrapart vom Löwe. Vergiss das nicht, ja. Löwe und Wassermann kommen sehr gut klar, ja, weil die gleichen sich aus. Das, was der andere nicht hat, ist andersrum, ja. Also der andere hat das nicht und der andere möchte das, ja. Also du hast hier deine Freiheit, die männliche Energie ist hier frei, fühlt sich frei, kann seine Angelegenheiten auch rangehen. Also das ist wie wenn hier ihm auch mehrere Chancen angeboten werden, wie früher. Früher konnte er das nicht tun. Früher war er gebunden an irgendeine Situation, eine toxische, ja, eine Frau oder einen Mann, der ihm das nicht erlaubt hat, frei zu sein, ja. Das ist ja klar, du setzt das einfach um. Okay, ich gucke immer wieder rein, ja. Man weiß ja nie. Okay, für dich, lieber Löwe, bei so einer tollen Legung, lieber Löwe, für dich im Kollektiv und für die männliche Energie, was haben wir hier für eine Liebessituation? Amo prende mi cura di te. Die männliche Energie mag es, wenn du dich um ihn kümmerst. Ja, aber das kann auch gut sein, dass er sich gerne um dich kümmert. Also wirklich, ich sag ja, das ist hier von beide Seiten. Also ich denke, entweder du hast diesen Mann schon kennengelernt, ja, du bist sogar mit ihm zusammen und du hast ja auch vor, eine Familie zu gründen. Das kann aber auch gut sein, ihr seid momentan in dieser Kennenlernphase. Wow, nur die Escort die. Du bist hier, ja, das ist klar, Löwefrau. Ich sag das immer, ja. Ich muss auch immer selber lachen. Ja, Mann Löwe oder Frau Löwen, die sind sehr leidenschaftlich, ja. Die haben dieses gewisse Etwas. Da kann man nicht widerstehen, der Königin der Stäbe. Und hier haben wir den Schlüssel. Hier haben wir ein Ex. Also, lieber Löwe, hier sind zwei Männer. Hier sind zwei Männer, ich krieg Gänsehaut. Ein Ex, der dich nicht vergessen kann. Und dann haben wir hier aber eine neue Person. Eine neue Person. Diese Person sagt, ich kann dir nicht widerstehen. Ich liebe es, mit dir zusammen zu sein. Ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Ich liebe es auch, mich um dich zu kümmern und gerade auch das Gegenteil. Ja, wenn du dich um mich kümmerst. Mal gucken. Dein Ex hat ja ein Problem. Also entweder seid ihr wirklich hier in der Scheidung oder ihr seid dabei, gerade auseinanderzugehen oder tatsächlich, wir reden hier über ihn. Seine Kontrapart, eine Frau. Ja, das muss ja nicht immer dein Ex sein. Das kann auch die Ex von ihm sein. Der hat hier wirklich jemand, der sagt, nee, ich kann dich nicht mit einem anderen oder mit einer anderen sehen. Wow, das ist wirklich Wahnsinn. Also hier schon so eine bisschen komplizierte Situation von der männlichen Seite, nicht einfach, weil wie gesagt, wir haben hier zwei Energien. Eine Energie könnte die alte Energie sein und eine könnte die neue Energie sein. Wie diese hier, diese König. Also wir haben hier zwei König. Okay, machen wir weiter, lieber Löwe, für dich im Kollektiven mit Cupido. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Cupido hier uns preisgibt, energetisch. Was uns hier, mi mangitandissimo, du fehlst ihm. Ich sag doch, das ist ja ein Ex. Also entweder seid ihr hier auseinandergegangen, ihr habt euch getrennt, ihr findet euch wieder. Das kann auch gut sein, dass er vielleicht Abstand von dir genommen hat. Und plötzlich das auch merkt, dass er hier einfach zu steif war, dass er für dich Gefühle entwickelt hat. Manchmal ist es so, dass die Männer länger brauchen, bis sie das metabolisieren. Ja, ich hoffe, ich sage das richtig. Italienisch sagt man so, aber normalerweise gibt es auch das Wort auf Deutsch, ja. Verkraften. Die Männer brauchen vielleicht einfach mehr Zeit, um das zu verkraften. Manchmal stehen sie nicht zu seinen Gefühlen. Manchmal sind sie nicht direkt, sondern indirekt. Ja, die Männer sind anders wie wir Frauen. Wir können sie niemals vergleichen. Ja, ich sage immer, die Frauen haben dieses Empathische, weil sie auch Kinder erzeugen. Ja, das ist noch mal etwas, was ich auch gelesen habe. Sie sind geboren für das Empfangen. Das passiert auch sexuell. Die Frau empfängt, der Mann gibt. Die Frau empfängt die Energie vom Mann. Und deswegen ist es ja auch immer so, dass man auch aufpassen sollte. Ja. Also wie gesagt, das ist ein eitles Thema, das ist auch ein vielfältiges Thema, aber auf jeden Fall, lieber Löwe, ich habe hier das starke Gefühl bei dir, ja, dass du mit einer Person zu tun haben könntest, die entweder nicht zu seinen Gefühlen gestanden ist oder sie ignoriert hat, oder du hast ja mit deinem Ex auch zu tun, der immer noch sich wünscht, mit dir zusammen zu sein, ja?
Du bist hier stets in seine Gedanken. Nimangi, du fehlst ihm. Sonnen war dort oder der. Siehst du, und da ist die neue Energie. Weil, das ist ja nett. Ich denke immer an diesen Kommentar. Ich wusste nicht, wie ich das übersetzen soll. Bei der Übersetzung kam immer raus, verliebt. Das ist aber nicht verliebt. Das ist so eine Art Schwärmen. Ich schwärme von dir. Ich bin aber auch ein bisschen so, so wie eine Art verknallt, aber das ist noch nicht richtige Liebe. Das ist eine neue Person. Hier haben wir zwei Energien. Verstehst du das? Auch als Frau, bitte, setze es um. Wenn du jetzt sagst, mein Partner, mit dem ich jetzt gerade zusammen bin, der hat ein Problem mit seiner Ex-Frau oder mit seiner Ex-Freundin, weil das könnte ja auch gut sein, die haben auch selber Kinder zusammen, ja? Forte attrazione sessuale. Ihr seid hier richtig, also im Bett, sexuell, geht hier alles gut. Ja? Aber ich sage das immer, mit einer Königin der Stäbe wird es nicht langweilig und mit einem König der Stäbe auch nicht, normalerweise, ja? Ich bin da ganz ehrlich, ja, das ist so, normalerweise, das ist eine sehr starke Leidenschaft da und hier wird es nochmal bestätigt zwischen euch zwei, forte attrazione sessuale, also hier macht's bumm, ja, wie sagt man das, was macht man denn im Neujahr, da schießen sie ja die Raketen, genauso ist es ja auch, ja, fuochi di artificio, okay. Auf jeden Fall, hier ist eine sehr starke Leidenschaft zwischen dir und dieser Person. Ich denke, das ist zwischen dir und die neue Person. Und die alte Person, wer das auch immer ist, Frau oder Mann, kann dich immer noch nicht vergessen. Ja, lieber Löwe, entweder dich oder vom Konterpart. Also wir reden hier von deinem Gegenüberliegender. Okay, die Karten stelle ich jetzt hier, sonst habe ich keinen Platz. Wir machen weiter mit den Tarotkarten. Du nimmst mir hier auf. Lieber Löwe, für die männliche Energie. Was wird uns hier preisgegeben? Was passiert hier? Also ich denke, dass ihr hier wirklich eine schöne Situation habt. Und falls du jetzt wirklich am Anfang bist von dieser Kennenlernphase, läuft es sehr gut. Es läuft gut. Ja, ich weiß. Du willst, dass ich dich nehme. Ich habe dich auch schon gesehen. Wer bist du? Königin der Schwerter. Du bist hier kalt gegenüber jemandem. Das kann aber auch gut sein, dass es die Ex, die schöne Ex, die immer noch nervt. Ja, du bist wirklich, du gibst ihm keinen ruhigen Schlaf. Wegen dir kann er nicht schlafen. Du machst Probleme. Du bist sehr problematisch. Wer ist diese Königin der Schwerter? Wer ist diese Königin der Schwerter, ja? Das frage ich mich jetzt. Wer ist diese Königin der Schwerter? Ja, da braucht man eine Pause. Man braucht eine Pause von dieser Königin der Schwerter. Das ist wie wenn, entweder hat er sich hier distanziert, das könnte ja auch, wer weiß, eine Mutter sein, die hier vielleicht gegen euch gespielt hat. Oder tatsächlich die Ex-Frau. Aber der Kontakt herrscht hier normalerweise nicht. Es ist wie still. Ja, das geht gar nicht. Ich nehme nochmal eine Karte. König der Stäbe. König der Stäbe. Also entweder ist es so, dass du hier die also quasi diese Löwefrau bist. Du bist hier die Königin der Schwerter gegenüber ihm. Dein Ex. Und dein Ex könnte ja auch dieser König der Stäbe sein. Oder tatsächlich, du bist hier mit einem anderen zusammen. Ja? Ich habe hier auch das große Gefühl, dass hier diese Königin der Schwerter auch die Ex-Frau sein könnte oder diese Ex-Freundin. Ja? Weil wie gesagt, hier ist auch irgendwie diese Situation, alles ist hier im Schwerte, hier ist alles im Verstand. Ich bin durcheinander, diese Frau macht mich durcheinander und wie gesagt, der König der Stäbe ist ja auch diese leidenschaftliche Mann, leidenschaftliche Situation, was wir bis jetzt beschrieben haben. Vielleicht wendest du dich jetzt an diesen König der Stäbe. Der König der Stäbe ist jetzt deine neue Liebe. Das könnte ja auch so eine Situation sein, ja? Also du setzt das natürlicherweise um, lieber Löwe, weil ich habe das starke Gefühl, dass diese Königin der Schwerter für eine männliche Energie hier das Problem sein könnte, ja? Entweder die Ex-Freundin oder du. Du verursachst ihm das. Oder er hat sich hier von dir abgewendet und du lässt ihn nicht mehr in deinem Leben rein. Du sagst, nee,
Wieso sollte ich dir doch diese Chance geben? Du bist doch gegangen. Du bist gegangen. Du hast die Situation verlassen. Ja, das könnte ja auch gut sein, dass die Königin der Schwerter hier auch ein bisschen durcheinander sein könnte. Wie ich ja schon vorhin gesagt habe, du könntest hier auch andere Energien haben, ja? Lieber Löwe, du hast ja nicht nur den Sonnensternzeichen, du hast ein Aszendent, Venus und Mondsternzeichen. Beachte bitte auch deine anderen Energien. Okay, gut, machen wir weiter. Und zwar, was ist es für eine Verbindung zwischen euch zwei? Lieber Löwe, was verbindet euch? Ja? In welcher Energie seid ihr beide? Was ist es hier für eine Bindung? Da bin ich jetzt mal gespannt. Also Zwillingsflamme ist rausgekommen. Wahre Liebe. Das gibt's nicht. Ich krieg überall Gänsehaut. Schon wieder. Zurzeit ist es der Wahnsinn. Wahre Liebe, wahre Liebe. Hier, da hast du das. Mit einem von diesem Mann oder Frau hast du die wahre Liebe. Wow, guck mal, wie die Haare hier hochgehen. Dieses unbeschreibliche Gefühl, das ich empfinde, wenn ich an dich denke, muss wahre Liebe sein. Das geht nicht anders. Dies wird immer mir bewusster. Das wird immer bewusster. Verletzungen. Hier sind aber auch Verletzungen. Viel Ungutes ist zwischen uns passiert. Das kann der Ex sein. Doch glaube mir bitte eins. Ich habe dich nie absichtlich verletzen wollen. Einer von diesen Männern, oder auch du, lieber Löwe, du hast vielleicht einen verletzt. Du wolltest deinen Ex-Mann oder deinen Ex-Freund nicht verletzen. Das passiert, wenn man sich verliebt. Wenn man die Zwillingsflamme kennenlernt, da kann man tun, was man will. Das geht gar nicht anders, auch wenn Kinder im Spiel sind. Ich krieg, also wie gesagt, ich habe überall Gänsehaut bei dieser Legung. Ja? Sehr, sehr schöne Legung, auch für dich, lieber Löwe. Man merkt hier, ja, hier sind wahre Gefühle im Spiel. Das ist die wahre Liebe. Das ist die wahre Liebe, ja. Die kommt öfters raus. Und ihr seid hier füreinander bestimmt. Keiner kann diese Liebe kaputt machen, lieber Löwe. Keiner. Weil ihr einfach zusammengehört, ja. Mit einem von diesem Mann oder mit dieser Frau, ich kann es jetzt nicht sagen, wie er sich jetzt diese Legung anhört. Du kannst auch sagen Mann zu Mann, Frau zu Frau, ja. Das spielt hier gar keine Rolle. Skorpion, mit dieser Person hast du Kontakt oder das könnte diese Person sein. Tatsächlich könnte das hier dein Aszendent, Mond oder Venus Sternzeichen. Alle Luftelemente, hier haben wir auch Luft. Waage, Zwillinge, Wassermann, wieder. Ihr habt einen Wassermann drüben, ja. Du hattest aber auch die Erdelemente. Vergiss das bitte nicht, Wassermann. Wassermann ist sehr stark für den Löwe. Also Wassermann und Waage passen sehr gut. Zwillinge auch. Zwillinge auch. Das würde auch noch gehen. Neptun auf Fische. Wasserelemente nicht so. Das ist ein bisschen so tralala, sage ich, ja. Also das kommt immer drauf an. Da muss man wirklich auf Kompromisse rangehen. Also Krebs, Fische, Skorpion, das ist ein bisschen schwer mit diesen Feuerelemente. Da sollte man wirklich sehr starke Kompromisse eingehen, weil das geht nicht immer, das läuft nicht immer, ja? Okay, lieber Löwe, das war hier deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein in meinem kleinen, ja. Natürlicherweise freue ich mich über einen Feedback, wenn du resoniert hast, natürlicherweise. Das ist klar, wenn du nicht resoniert hast, dann ist es ja auch okay. Ich bedanke mich trotzdem bei dir fürs Zuschauen, ja. Und ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, wir sehen uns bald. Mach's gut, ciao.